Platz zu nehmen. Und Sie wissen, wer zu spät kommt, der muss einen Platz suchen. Herzlich willkommen, liebe Gäste, liebe Freundinnen und Freunde unseres Brezelfestes hier auf dem Festplatz. Zu Gast bei Familie Lustnauer, ehemals Dingeldein, dem berühmten Schwarzwaldhaus. Ich freue mich, dass wir in so großer Zahl heute Morgen zusammenkommen durften und bedanke mich ganz herzlich bei Nico und Veronika Lustnauer für ihre Gastfreundschaft. Herr Lustnauer steht so ganz bescheiden neben dem neuen Brezelfestbild. Ich befürchte, Frau Lustnauer muss arbeiten, denn, da kommt sie, genau. Sie sehen, große Ereignisse werfen ihren Schatten voraus. Liebe Gäste, das Schwarzwaldhaus ist seit über 7 Jahrzehnten zu Gast auf unserem Brezelfest. Ich freue mich über Ihren Zwischenapplaus, kündige aber an, dass nachfolgende Versteigerungen eine Viertelstunde später stattfinden. Ich muss ja heute 3 Jahre faktisch nachholen. Gemeinsam mit Klaus Rehberger, hier zu meiner Rechten, dem Geschäftsführer unserer Verkehrsvereinsveranstaltungs GmbH, meinem Stellvertreter Bernd Koppitz, der hier zu meiner Linken sitzt, unserem Vorstand und Beirat, die uns gelobt für Platz 2 200 Euro und Platz 3 100 Euro und für Musikgruppen Platz 1 200 Euro und Platz 2 100 Euro. Ein ganz besonderer Dank gilt der Sparkasse und der Volksbank, die diese Preise mit ihrem regionalen Engagement tatsächlich erst ermöglichen. Die Jury hat sich sofort nach dem Festumzug zusammengesetzt, ein Bierchen getrunken und kam relativ schnell zu Ergebnissen, auch wenn das wirklich schwierig ist, denn wir hatten, und da werdet ihr uns alle recht geben, wirklich einen ganz tollen Umzug gesehen. Kurz zu den Rahmenbedingungen. Der Brezelfestumzug fand nach 2-jähriger Corona-bedingter Zwangspause unter hervorragenden Vorzeichen statt. Weiß-blauer Himmel, gemäßigte Temperaturen um 22 Grad und Zuschauer wirklich, die einfach Bock hatten, den traditionellen Umzug mitzuerleben. Mit Fug und Recht dürften wir behaupten, und ich möchte nicht die Zuschauerzahl sagen, sondern ich kann sagen, die halbe Stadt war beim Umzug dabei. Und dann wisst ihr ungefähr, wie viel es war. Das Motto war gut gewählt mit, nun geht es wieder rund, nun wird es wieder bunt. Und in diesem Jahr zeichneten sich ja erstmalig Dennis und Benny verantwortlich für den Umzug. Und ganz ehrlich, ihr habt es echt Bombe gemacht. Es war großartig. Zudem möchte ich natürlich dem Hallenteam um Hans Jörg danken und den ganz vielen Helfern. Es war wirklich einfach große Klasse. Und ganz ehrlich, auch wir von der Jury, wir haben uns auch darüber unterhalten, sind 75 Zugnummern richtig und wir können nur sagen, ja, es ist richtig. Wir sind runtergekommen und 75 Zugnummern haben wirklich ein tolles Ambiente geschaffen und deswegen, daran sollten wir festhalten. Doch nun zur Wertung und zu den Preisen. Ich fange an mit den Musikgruppen. Platz 2 mit 100 Euro war die Zugnummer 53, der Spielmannszug der königlich-bayerischen Landwehr. Die Musiker zeigten in Dreierreihe ein geschlossenes, harmonisches Bild und überzeugt mit ihrer Musik sowie ihren bayerischen Farben weiß-blau. Und auf Platz 1, 200 Euro, Zugnummer 29, Vorjahresgewinner, Musikzug, Showband, Joko Star der 1889 e.V. Die Brass und Marching Band von rund 30 Musikern überzeugte durch einen geschlossenen musikalischen Auftritt. Die gekonnt eingesetzten Formationen brachten verdienten und begeisterten Applaus der Zuschauer ein. Wie gesagt, der Musikzug konnte schon 2019 auch überzeugen. Ich komme schon gleich zu den Fußgruppen. Wir machen dann einen einheitlichen Applaus. Zu den Fußgruppen auf Platz 3. 100 Euro, Zugnummer 28, der TSV Speyer. Auch in diesem Jahr, muss ich wieder sagen, überzeugte der größte Verein in Speyer mit seiner Geschlossenheit und Vielseitigkeit. Immer wieder konnten die unterschiedlichsten Gruppen mit Darbietungen die Zuschauer begeistern, die ihrerseits gerne applaudieren.
auf dem Platz 2 mit 200 Euro bewerte Zug Nummer 58, nämlich der Judo-Sportverein Speyer. Der Judo-Sportverein schaffte eine Begeisterung für ihren Sport zu erzeugen, indem Schauköpfe auf eilig herbeigetragenen Matten dargeboten wurden, um anschließend mit schnellen Schritten wieder zum nächsten Auftritt zu eilen. Die Jugendarbeit und die gesellschaftliche Bedeutung auch für die Stadt und ist wirklich überzeugend dargeboten worden. Auf Platz 1, und ich habe schon im Vorfeld schon einige gehört, die gesagt haben, das fanden sie ganz toll, und auch wir haben das auf Platz 1 gesehen mit 300 Euro, Zug Nummer 23, die Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt. Diese Leistung der Gruppe können wir wirklich nicht hoch genug bewerten und schätzen. Denn diese große Gruppe überzeugte durch Geschlossenheit und hohe Begeisterung nach innen und nach außen. Das Motto, nun wird es wieder rund, nun wird es wieder bunt, wurde hier wirklich exzellent umgesetzt. Zu den Festwagen, viele sagen immer die Königsdisziplin, aber man muss alles in der Gemeinschaft sehen. Auf Platz 300 Euro, Zug Nummer 39, die Monkey Dance Company. Diese Gruppe schaffte es immer wieder mit harten Beats und stimmigen Tanzanlagen, die Jugendlichen an der Straße zu begeistern und zum Mitmachen zu bewegen. So, muss man ehrlich sagen, geht Nachwuchs. Einfach weiter so. Beim nächsten Mal wünschen wir uns ein bisschen professionelle Begleitung an den Wagen, das war teilweise gefährlich. Auf Platz 2 mit 200 Euro, Zug Nummer 54. Wenn ich jetzt fragen würde, wer ist auf jeden Fall dabei, würden alle, die letzten Jahre gesehen haben, den Fiend des Karnevalsclubs aus Ketsch natürlich auch auf die Liste setzen, und er hat den Platz 2 gemacht. Gewohnt liebevoll, geschmückter Wagen, der auch mit seinem Motto überzeugte, Grisou, der kleine Feuerdrache, rettet die Welt. Ja, möchte man rufen, wenn es doch so einfach wäre. Und auf Platz 1, 300 Euro, Zug Nummer 19, für uns der Speyerer Handwerker Traditions e.V. Der Raden. Hoch die Hände, Wochenende, sein Gott. Also man muss einfach sagen, die Stimmung ging wirklich über alle Straßen hinweg. Der radende Schornsteinfeger bahnte den Weg und anschließend überzeugte der Festwagen wirklich durch eine riesige Stimmung und wurde wirklich mehrfach mit Applaus bedient. Und wer in den letzten Monaten auf Speyerer Handwerker warten. Am dritten Wochenende, da kommen viele Gäste von nah und fern gerannt. Sie wollen zum großen Schnelligkeit und feiern an das Wechselfest bei dir und auch mit euch. Und feiern an das Wechselfest bei dir und auch mit euch. Ja, wir Speyerer feiern Wechselfest und ihr seid uns stets willkommene Gäste. Wir feiern alle unterhalb von Rom unsere Brezel-Tradition. Die gibt's seit über 100 Jahre schon und ist das schönste Volksfest der Region. Oh, it's not true.